young to feel. My heart burned open wide till nothing else remains except the fires from which I came. Like parted souls divided for an age, on wonder ride embrace, and the world anew again. But now this picture from me fades. From Steele's cold hand there's no reprieve. Light the fire in me. Make me complete. Lay me down.
Heute ohne Regen. Ein neues Highlight in der Laufbahn von Paradara. Ja. Outdoor. Wir haben heute mal keinen Regen. Ganz normal mal Regen oder kalt. Heute ist schön. Und wir sind heute nochmal an der Location, wo das Filmchen von Sonne zu Regen entstanden ist, ne? Richtig? Richtig. Und zwar wandeln wir immer noch auf den Pfaden von Georgine. Weil, wie gesagt, ihr habt das ja mitbekommen, die Spur der Polizei hat sich hier verlaufen und wurde abrupt hier beendet eigentlich. Und ab bis hierhin konnte die Spur von Georgine verfolgt werden und ab hier war nichts mehr. Und ja, wenn ab hier nichts mehr war, kann es sein, dass hier auch, das wollen wir heute mal versuchen, hier vor Ort ein bisschen mehr zu erörtern. Wir werden sehen, mal gucken. Genau. Weil der Wald, ja, mit der Eisenbahn, der bringt uns gerade auch nicht wirklich weiter. Wir drehen uns gerade im Kreis und wir haben eigentlich keine neuen Ansatzpunkte, wo man jetzt weitermachen könnte. Ja, deswegen versuchen wir es mal hier. Deshalb haben wir gedacht, anderer Wald ist auch mal nicht schlecht. Richtig. Ja, genau. Jetzt müssen wir. Wir gehen jetzt hier geradeaus bis zum Schloss und dann versuchen wir mal auf die Insel rüberzukommen. Weil da vermute ich nicht so viele Besucher und wir gucken einfach mal. Genau. Bis so. Dann.
So, ihr Lieben, jetzt haben wir hier auf dem Weg zu dem, wo wir eigentlich wollten, wieder was Neues gesehen, wo wir gesagt haben, da müssen wir erstmal gucken, was das ist. Ne? Weil, warum sind mitten im Wald Stufen? Hallo, ist hier jemand? Wo eventuell mit uns sprechen möchte oder uns sogar sagen kann, was das hier ist. Wozu diese Mauern hier gehören. Und noch mehr Mauern. Schutt und Geröll. Denn jemand hier bei uns, der uns Auskunft geben könnte? Hier steht auch wieder so ein kleiner Bunkerhäuschen, für was auch immer das irgendwann mal war. Wir schätzen, dass es eventuell für Bedienstete war, die hier auch gearbeitet haben. Wobei die Gebäude, die jetzt hier drumherum stehen, diese kleinen, wahrscheinlich alle erst der Nachkriegszeit entstanden sind. Und wir haben hier ganz viele Mücken. Also alles, was summt, ist keine EVP. Sondern blutdurstige kleine Tierchen. Tja, das war's hier oben. Ja, wenn uns jemand draufgesprochen hat, der wusste, was das hier mal war oder ist, vielen Dank dafür. Und wir melden uns gleich nochmal.
Raus aus meinem Schuh. Raus aus meinem Schuh. Das hat er nicht überlebt. Würde ich mal sagen. Wer war das? Ein Grashüpper. In deinem Schuh? Ja, der ist da an der Seite so reingefallen, hat sich dann da schön so reingequetscht. Ja, der wollte bestimmt selber nicht mehr laufen. So, jetzt müssten wir ungefähr an der Stelle sein, die gegenüber vom Schloss ist. Also hier unten sieht man nicht nur Lendli laufen, sondern auch den See. Und eigentlich gegenüber, was man jetzt von den Bäumen aus nicht mehr so sieht, müsste das Schloss sein. Und irgendwo hier muss das Mausoleum gestanden haben, dass sich der Besitzer des Schlosses hier errichten hat lassen und der auch hier bestattet wurde. Die Frage ist jetzt nur, wo? Es könnte im Prinzip überall hier gewesen sein. Ich lasse die Kamera jetzt mal kurz an. Wenn uns da jemand weiterhelfen kann, dann sagt uns mal was auf die Kamera. So ein Stopp oder sowas wäre ja schon cool, wenn an der Stelle, wo wir richtig sind. Jetzt haben wir den trotzdem. Ja, da unten plätschert es schön, da wollte ich sowieso hin. Jetzt ist doch jemand am Pillern. Nee, so lange plätschert das dann nicht. Ja, das wisst ihr nicht. Müsste schon ein Elefant sein. Ja, das wäre jetzt der Böhne, wenn ich einen Fintefant aus der Ecke finde. Ein Fintefant? Hm, ein Fintefant. Fintefant ist der große Norm für Elefant. Fintefant. Dann haben wir einen Grenzstein. Das ist irgendwie moorig hier, oder? Aber hier plätschert es doch irgendwo. Bin ich blöd? Meine Mutti hat gesagt, ich soll niemand widersprechen. So ist. Ja, wenn hier mal was geplätschert hat, ist es gerade versiegt. Da hörst du das nicht. Ja, weiter oben aber. Hier fließt was lang. Ja. Plätschern tatsächlich. Wenn man da in die richtige Richtung geht, plätschert es. Mhm. Wie schön. Ist das ein Fischlein? Oder was ist das? Ich bin so geblendet, dass ich nichts sehe. Tatsache, da schwimmen Fischleins drin rum. Wie süß! Babyfischleins. Aber ich glaube, den kann ich nicht filmen. Das wird nichts. Obwohl, wenn man nah genug rankommt. Ey, da hinten geht voll die coole Brücke rüber. Da. Eine gemauerte. Seht ihr das? Da sind Mauersteine.
Und da geht die Gina jetzt hin. Komm mal bestimmt von der Seite, wo du jetzt bist, am besten hin. Voll cool. Voll der Abenteuerspielplatz. Echt interessant. Mit Akupunktur. Genau. Ne? Interessante Location, oder? Ja, echt schön. Also hier würde ich auch beerdigt sein wollen. Hier ist cool. Jetzt hört man es aber plätschern. Ja. Ne? Kamera, stopp. Ihr könnt euch eigentlich ein Häuschen machen, oder? Würde ich sagen. Meine Kamera läuft weiter. Jo. Ja, ich will die mal ans Wasser bringen und dann einfach mal, mal gucken, ob wir an dem Wasser was hören müsste. Ich meine. Ja. So, Freunde, falls ihr was sagen wollt, die Kamera ist auf Aufnahme.
So, Freunde. Falls ihr was drauf gesprochen habt, Dankeschön dafür. Kamera mache ich jetzt aus. Hallo? Reißverschluss? Stell erstmal richtig hin. Dann muss ich hier einklicken. Stopp gedrückt. Okay. Läuft wieder? Hm? Läuft jetzt wieder, ja. Okay, das sind Leute von okay. Das ist gut, wir gehen nämlich jetzt und das waren die letzten, die jetzt hier noch waren. Genau. Das Licht ist angegangen hier. Hey ihr Lieben! Wir wollen heute mal was Neues ausprobieren. Ihr braucht ja immer eine bestimmte Geräuschkulisse. Da haben wir uns gedacht, vielleicht funktioniert das hier mit dem Plätschern vom Wasser ganz gut. Hilft euch das, dass ihr uns besser antworten könnt? Wir sind heute nochmal hergekommen, weil wir einmal den Platz hier total schön finden und auch die Geschichte interessant finden. Und der Besitzer, der ehemalige von dem Schloss, soll ja auch hier irgendwo in der Nähe von uns, wo wir jetzt sitzen, bestattet worden sein.
denn das Mausoleum, was mal hier stand, in die Richtung hinter uns oder eher noch vor uns? Jetzt hätte ich noch eine ganz andere Frage. War Georgine hier irgendwann mal, als sie noch lebte? Wir reden von der Georgine Krüger. Also hat sie hier vielleicht mal einen Ausflug hergemacht? Hat sie jemand von euch hier gesehen? Oder hat irgendjemand sie hierher gebracht gegen ihren Willen? Und warum hat man sie hierher gebracht? Wir machen später auch noch mal eins von den anderen Geräten an. Aber wir würden uns echt freuen, wenn das hier funktionieren würde.
Schimmelchen. Auf jeden Fall. Das wird schon einschläfern, dieses Plätschern. So. Echt cool. Wir haben ja auch in dem anderen Wald schon eine ganze Weile gesucht. Und uns echt Mühe gegeben, aber trotz, dass ihr uns echt viele Hinweise gegeben habt, sind wir da nicht weitergekommen. Oder kann es sein, dass ihr uns gar nicht so doll helfen dürft? Dass ihr uns da so viele Rätsel aufgeben müsst, weil ihr nicht direkt sagen dürft, wo was ist oder wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Dass ihr das in Rätseln sprechen müsst, damit ihr selber nicht auffliegt. Und Ärger bekommt mit irgendjemandem, der auch immer bei euch zuständig ist oder der Chef ist, sozusagen. Ihr wisst, was ich meine. Kann das sein? Silber aus. Genau, würde ich sagen. Mach mal schön nach der Reihe die Kameras aus. Mhm. Und dann gehen wir mal noch ein Stück weiter oder zurück oder ja. Viele Wege führen nach rum. Silber aus. Schwarz, Panasonic aus. Sony aus. Nee, oder? Das, was ich jetzt denke? Eine weiße Feder. Okay. Nur eine. Beeil dich, ich werde gerade gefressen hier. Jetzt ist Dandy auf einer einsamen Insel. Ganz alleine. Neuer YouTube-Channel, aber wenn ich hier einbreche, kann man das drauf laden bei, wenn du blöd bist. Ja, genau. Voll schön hier. Guck mal, der
Baum wächst auch weiter. Obwohl der hier am Wasser liegt, ne? Ja. Die Welt? Ja. Richtig bis hier durch. Und hier ist ein neuer Baum hochgewachsen. Ja, Natur sucht sich ihren Weg. Flaschenpost. Das waren jetzt gerade Stimmen, das sind junge Männer, die bauen gerade ihre Angelsachen. Ein bisschen Entfernung auf. Die sind aber eben gerade jetzt auch erst gekommen. Okay, gehen wir weiter. Das waren jetzt menschliche Stimmen gerade. Ein alter Pavillon. Ja, da ist ja noch dran. Da sind Steckdosen meist gewesen. Okay. Ja gut, also es haben ja hier auch Menschen gelebt, die schon zur Steckdosenzeit hier waren, ne? Aber schon ein Loch drin. Also ein bisschen Lost Placic ist es hier. Dann nah genug? Ich hoffe. Ich muss mal die Tonspur lauter machen. Nein, ich komme hier vor. Läuft ja noch nicht. Nee. Die schwarze läuft. Braucht noch ein Momentchen, bis es hier. Ja. Schwarz läuft auf jeden Fall. Gehe. Fliege. Mache irgendwas. Nee.
Läuft die schon? Kamera? Ja. Die da unten läuft. Ja, die wäre mir lieber, wenn die läuft. Egal, ob sie jetzt auf jetzt irgendwas filmt oder nicht. Okay, geht los. Hallo? Hallo? Ja, ist klar. Wir machen, hier fährt die ganze Woche kein Auto rein. Nö. Nö. So, wir haben ja vorhin am See schon mit euch gesprochen. Hat euch das was gebracht mit dem Wasser? Habt ihr uns da schon irgendwas gesagt? Voll laut, oder? So lang, glaube ich, ne? Ja, wir sind heute nochmal hierher gekommen. Wir haben ja gesagt, wir besuchen euch nochmal. Wir sind leider in dem anderen Wald, wo wir die ganze Zeit waren, nicht so weit gekommen, wie wir uns eigentlich erhofft hatten. Und ihr hattet ja mal gesagt, wir sollen eventuell mal zum Moor kommen. Wir haben jetzt gesehen, hier gibt es ja auch jede Menge Moor. So. Meint ihr das Moor hier? Habt ihr mich jetzt verstanden oder nicht? Ich frage nochmal, meintet ihr das Moor hier? Meintet ihr gar nicht das in dem Bredower Forst? Das habe ich ja zwei Fragen gestellt, ne? Okay, stell die Frage nochmal separat. Meintet ihr das Moor im Bredower Forst? Oder meintet ihr das Moor hier, wo wir jetzt gerade sind, in der Nähe? Das habe ich hier verstanden. Ich auch. Okay. Ja, ihr wisst ja, glaube ich, schon Bescheid mittlerweile. Alles, was wir jetzt nicht verstehen, das hören wir uns daheim ja dann an. No. No? Hat denn irgendjemand von euch die Georgine mal hier gesehen? Gestern Abend? Ich habe jetzt gestern Abend verstanden. Also wir meinen die Georgine Krüger, die gesucht wird schon so lange. Könnt ihr auch sagen, was sie hier gemacht hat? Nee. Und dann schaffe ich's. Hat sie hier vielleicht mit jemandem gefeiert? War sie mit Freunden hier? Ja.
Oder hat sie irgendjemanden gegen ihren Willen hierher gebracht? Checken. Ich habe verstanden, gekidnappt wurden. Mhm. Ihr Lieben, sollen wir den Fall denn noch weiter verfolgen? Also macht es Sinn, dass wir da noch dranbleiben und weiter immer mal wieder suchen? Probier mal was anderes. Ich mach mal rückwärts. Oder sollen wir vielleicht irgendwas anderes machen für euch? Auch mal jemand anderen noch gefragt, ob er uns vielleicht helfen kann und Kontakt aufnehmen kann mit Tortina. Kann die Georgine vielleicht mal hierher kommen? Zu uns? Könnt ihr die mal holen? Ist das möglich? Vielleicht können wir die, haben wir die Möglichkeit, mal mit Georgine selber zu sprechen. Das wäre echt toll, wenn die mal jemand herholen könnte. Hi Georgine. Bist du da? Wenn Georgine jetzt da ist, würdet ihr Georgine mal sprechen lassen, bitte? Nur kurz. Georgine, kannst du uns einen Hinweis geben darauf, wo wir nach dir suchen können? Ja, gib uns mal einen Hinweis, wo deine Sachen geblieben sind, deine Tasche und so weiter. Georgine, wer hat dich gekidnappt? Kannst du da einen Namen sagen? Diese Drecksmücken. Mücken, überall Mücken. Ja. Der jetzt im Gefängnis sitzt, sitzt der zu Recht im Gefängnis? Okay, war das jemand anders, der dir das angetan hat? Ja.
Kannst du uns den Namen sagen? Okay, das haben wir jetzt hier nicht verstanden. Falls du was gesagt hast, bedanken wir uns dafür. Genau. Aber wir müssen uns das wie immer erst zu Hause anhören. Alles ganz genau. Genau, vielen Dank, falls du dir die Mühe gemacht hast zu antworten. So, jetzt hätte ich mal noch eine ganz neue Frage. Ich würde gerne mal mit jemandem sprechen, der aus dem alten Ägypten stammt. Hat er gerade Ägypten gesagt? Ich glaube, irgendwie sowas war. Aus der Zeit, wo die Pyramiden gebaut wurden. Kann da mal jemand zu uns kommen, mit uns sprechen? Ja. Kannst du uns sagen, für was die Pyramiden gebaut wurden? Also, dass du uns das sagen kannst. Ja, es kam jetzt ein Ja. Das ist uns klar. Sag uns doch mal, was für einen Zweck hatten die Pyramiden? Waren das, so wie uns erzählt wird, Tatsache Grabstätten? Oder hatten die einen ganz anderen Zweck? Hier ist den ganzen Tag nichts los. Wenn wir hier sitzen, kommt ein Hubschrauber. Das ist wieder wie verhext hier. Hattet ihr zu der Zeit, wo die Pyramiden erbaut wurden, Gerätschaften, so ähnlich wie wir jetzt hier schon haben? Oder waren eure sogar besser? Wartet mal kurz, hier kommt ein Hubschrauber wieder. Eine Flattermaus. Gerade hier vorbei geflattert. Und Mücken ohne Ende. Hattet ihr zu der Zeit in Ägypten eine Art Elektrizität? Und habt ihr das Ganze, was ihr dort hattet an Geräten und Forschung, habt ihr das in den Pyramiden angemalt? Mit was wurden denn die großen Steinblöcke der Pyramide und diese
Wie heißen die? Die Sarkophage, der Stein, wie heißt der? Marmor. Und die Marmor? Großen Marmor. Genau, diese Marmorsteine, mit was wurden die bearbeitet bei euch? Yeah. Diese Marmorblöcke, die sind ja auf Hochglanz poliert, die sind ja wie ein Spiegel und das glaube ich jetzt nicht, dass ihr das mit irgendeinem alten Steinmeißel oder Kupfermeißel gemacht habt. Hattet ihr schon richtig gute Technologie? So. Auf den Gemälden in den Pyramiden sieht man Bilder von Menschen und von ganz großen Menschen. Wo sind denn diese großen Menschen hin? Beziehungsweise, ich habe jetzt Menschen gesagt, waren das auch Menschen, diese großen, die da aufgemalt sind? Ja. Jetzt ziemlich deutlich. Warum waren die denn so groß? So, jetzt haben wir ja mal ein Thema angeschnitten, was komplett Neues, ne? Ja, und wenn ihr uns da geantwortet habt, da sagen wir auch wieder Danke. Genau. Wir haben es jetzt hier vor Ort nicht gleich verstanden. Aber eine Frage will ich noch stellen. Ich auch noch. Kanntet ihr damals den Mond schon? Ihr habt ja Sonnenkalender und Sternkarten gehabt. War der Mond denn damals noch nicht da? Okay. Könnt ihr mal hier die Mücken verschwinden lassen? Die nerven ganz schön. Ich habe noch eine Frage, und zwar, was ist denn passiert, dass es ja zu diesem Shutdown kam, dass plötzlich alle Ägypter weg waren? Was ist da passiert? Was? Ich habe irgendwas mit Alien oder so verstanden, aber das fände ich jetzt echt komisch. Was ist passiert? Also in den Aufzeichnungen auf einmal gibt es da nichts mehr. Auf einmal ist dort zu Ende. Genau, wo sind einmal die Menschen hin? Ja, und wo sind die ganzen Sachen hin? Man findet ja gar nicht mehr so viel. Nee. Und vieles wurde geplündert, das wissen ja, wir. Ja. Ist da. Habt ihr euch. Okay, ich stelle die Frage anders. Habt ihr euch alleine vernichtet? Gegenseitig? Gab es einen großen Krieg? Oder? Gab es eventuell ein kosmisches Ereignis, was zum Ende von Ägypten geführt hat?
zum Beispiel ein riesiger Sonnensturm oder irgendwas. Ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Weil das Einzige, was von euch überliefert wurde, sind Tatsache die weltweiten Pyramiden. Und die Bauwerke, die großen Bauwerke, die ihr errichtet habt, die erdbebensicher gebaut wurden. Die sind alle da. Genau. Na. Ja, jetzt haben wir mal ganz, ganz viele neue Fragen gestellt, ne? Wir haben uns eben gedacht, ihr seid so schnell, wir haben das ja gemerkt, wie schnell ihr beim Andreas sein könnt und wie das funktioniert. Und warum sollen wir dann nicht auch mit jemandem sprechen können, der uns da vielleicht weiterhelfen kann? Genau, das wäre natürlich super und wir sagen auf jeden Fall jetzt schon mal Dankeschön. Dass ihr uns da Auskunft gegeben habt. Vielen, vielen Dank. Wir machen jetzt aus. Tschüssi. Tschüss. Hey. Mach mal kurz Pause. Kameras aus. Ich fange mit der Panasonic schwarz an. Aus. Silber aus. Sony aus. Läuft. Sony läuft. Panasonic schwarz läuft. S-Box. Scanning. FM. Okay, los geht's. Ich glaube, es ist über Lautsprecher schlechter. Man macht leiser ein bisschen. Warte mal kurz ohne Lautsprecher. Deutlicher ohne, oder? Ja, nochmal ran. Mach ohne. Das ist so dumm, ne? Ja, das ist so bassig. Ja. Lass dich. Nee, lass an. Steck mal das an. Okay, warte. Ich mach wieder an. Systemaktualisierung. Ist egal, brauchen wir nicht. Hallo! So, jetzt nochmal über die Spirit Radio probieren wir es jetzt nochmal. Wisst ihr ja mittlerweile, wir probieren es halt mit verschiedenen Geräten. Noch jemand da aus dem alten Ägypten, wo uns Auskunft geben kann? Jemand, der vielleicht beim Bau der Pyramiden geholfen hat? Hattet ihr denn in dem Zeitalter schon elektrisches Licht?
Oder hattet ihr da nur Licht durch Fackeln oder Öllampen? Nee. Oder was ich auch total interessant finden würde, wie habt ihr diese mega schweren Steine vom Steinbruch bis in die Pyramiden gebracht? Ist der Sinn? Ja. Das hat man schon mal. Ja. Das hat wieder das Display ja, so komisch gemacht. Mhm. Haben denn zu der Zeit im alten Ägypten auch ganz, ganz große Menschen gelebt, so wie es in den Pyramiden angemalt ist? Siehst du doch, habe ich gedacht. Ja, steht ja. Ja wohl da, ne? Ist ja wohl klar, wenn die das aufmalen da an die Wand, dann wird das auch so sein. Warum waren die so groß? Damals mentale Fähigkeiten, die wir jetzt nicht mehr haben? Hattet ihr Technologie damals, die wir jetzt nicht mehr haben? Ihr hattet Mondkalender, ihr hattet Sonnenkalender und ihr hattet Sternbildkarten und es gibt da ganz genaue Aufzeichnungen danach. Sogar die Pyramiden sind nach den Sternen ausgerichtet. Warum taucht der Mond bei euch nie auf? Weil wir haben jetzt ja zum Beispiel auch Mondkalender. Hatte der Mond für euch keine Bedeutung? Könnte natürlich auch sein, weil er ungenau war. Hattet ihr schon eine Art, euch über mehrere Kilometer zu verständigen? Sowas wie wir jetzt als Handy benutzen? Und waren die Pyramiden Tatsache Gräber oder Grabstätten?
Oder welchen Zweck hatten die Pyramiden noch? Gibt es denn irgendwo Aufzeichnungen von dem Wissen, welches ihr hattet damals? Bist du durch? Ich bin für heute durch, ja. Okay. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt ja ganz viele Fragen gestellt. Genau. Und ganz viele neue Fragen. Die auch interessant sind, denke ich. Vielleicht könnt ihr uns da ja wirklich weiterhelfen, weil das ist einfach total interessant für uns. Denn wir wissen eigentlich schon relativ viel über andere Zeitalter, über das Mittelalter und so weiter. Deshalb interessiert uns natürlich, was ist damals gewesen. Und da gibt es bestimmt noch andere, die da Interesse dran haben. Eventuell, ja. Genau. Eine Frage hätte ich noch, und zwar, um das Thema nochmal zu wechseln, über Georgine Krüger. Ihr hattet mal gesagt, wo wir in dem Bredower Forst waren, dass wir ins Moor gehen sollen. Richtig? Jetzt sind wir hier, wo wir jetzt hier gerade sind, das seht ihr ja, sind wir eine Runde um den See gelaufen und dort ist auch alles sumpfig und morastig. Kann es sein, dass ihr das Moor hier gemeint habt? Könnt ihr mit einem klaren Ja oder Nein bitte antworten? Morgen? Morgen. Was machen Sie morgen? Auswertung? Nee. Wie? Morgen will der andere Andreas. Ach so. Dort nochmal rangehen. Ach so, okay, ja, dann vielen Dank. Was einige jetzt hier wissen sollten, wir holen uns da in dem Fall Georgine gerade noch Hilfe von jemand anders. Also nicht der Andreas, den ihr kennt, der mit uns schon mal mit war, sondern ein anderer Andreas. Den haben wir da gebeten, dass er noch mal Kontakt aufnimmt und vielleicht, wenn die jetzt gerade morgen sagen, wäre morgen. Er hat gesagt, dass er, wenn er es schafft, das morgen machen möchte. Wir werden sehen. Das wäre ja super. Ja. Ich mach mal kurz die Nachtsicht an, weil sie ist ganz schön dunkel hier. Das wäre ja wirklich super. Also geht ihr schon davon aus, dass der Andreas uns da Auskunft geben kann dann? Ja, Okay, super. Also brauchen wir uns da jetzt gar keine Sorgen machen und hier auch noch mal ewig lang fragen, ne? Ich denke mal, sehe ich das richtig, wenn ich jetzt denke, dass wir einige Sachen von euch falsch interpretiert oder beziehungsweise verstanden haben? Ja, direkt. Okay, ja. Danke schön. Okay, Auto? Auto. Keine Züge, okay. Autos. Diesmal Autos. Ja, es tut uns echt leid, ihr Lieben, aber ja, manchmal verstehen wir es einfach nicht richtig. Manchmal denken wir vielleicht auch echt zu kompliziert. Am Ende ist es viel einfacher. Okay, da möchten wir uns jetzt bedanken bei euch, dass ihr uns so viele Antworten gegeben habt, die wir tatsächlich vor Ort direkt diesmal verstanden haben.
das eine oder andere. Vielen, vielen Dank dafür. Und den Rest hören wir wieder zu Hause an und können dann wieder drauf reagieren. Genau. Habt ihr noch irgendwelche Wünsche, die ihr an uns richten wollt? Dann sagt das jetzt noch. Wir lassen noch 20 Sekunden an. Genau. Okay, wir haben jetzt hier nichts verstanden, hören wir uns zu Hause an. Genau. Also wir bedanken uns. Tschüssi. Dankeschön. Bis bald. Diese Mücken zerfressen uns hier. Die Mücken. Ekelhaft. Oh mein Gott, ja. So, ich mach die Klempanasonics aus. Gut. Sony bleibt an. Genau. Panasonic schwarz. Oh, aus. Krass hier, ey. Echt. Bringen einen echt fast um. Ist das Handy schon aus jetzt hier? Ja, hab ich ausgemacht. Ja. Panasonic Silber aus. Super Ghost Radio. Das ist doch voll für einen Arsch. Da kommt ja gar nichts mehr raus. Nee. Ist das irgendwie leer oder was? Da stand irgendwas von kalibriert. Wird kalibriert. Ja. Früher hat es kalibriert, dann so 2 Minuten und dann ging es plötzlich los. Ach so, da war bei 76%, wo ich es ausgemacht habe. Ja, dann hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen gedauert. Okay, naja, was ist das für ein Blöde? Ja, und dann kommen irgendwann irgendwelche so Wörter. Ja, okay. Irgendwas. Na gut, okay. Ist jetzt zu spät, jetzt habe ich es ausgemacht. Ja. Nee, können wir aber beim nächsten Mal wieder anmachen. Können wir beim nächsten Mal nochmal probieren vielleicht, genau. Ja. Ist dann halt so. Jetzt lassen wir die Leute mal hier einfach teilhaben, wie wir hier aufräumen. Genau. Also wir räumen jetzt hier unser Zeug zusammen. Ihr seht das gar nicht. Ich stelle mal die Kamera ein Stück weiter weg, dass man eventuell was ein bisschen sieht. Ja. Nachtmodus ist an. Es ist nämlich jetzt plötzlich ganz schön dunkel geworden. Ne? Ja. So, Kamera ausgeklickt. Ja, da wird das hier auch wieder angehen dann hier. Mache ich mir eigentlich den Akku nur raus? Echt, kann man auch machen. Ne? Das, auf jeden Fall, wenn dann was drauf drückt, kann es nicht angehen. Ja. Ja. Aber manchmal kommt es beim Machen, die Idee. Ne? Ja. Wie meistens. So sieht es. So sieht es aus. Ja, ja, ist doch so. Die meisten Ideen kommen eh immer erst beim Rumfriemeln. Hier drin rum, eine Spinne. Okay. Raus. Ja. Hier lag eine Spinne drin, eine Tote. Hast du die vorhin mit eingepackt? Wahrscheinlich. Dann hat sie bestimmt hier durch das Zeug hier, was hier drin rumgammelt, so ein bisschen erschlagen. Ja. Vermute ich mal. So, die Kamera hänge ich jetzt aber auch ab hier. Falls jetzt noch jemand anwesend ist, wo noch irgendwas ganz dringend loswerden will, die Kamera hier vorne, wo das rote Licht leuchtet, die läuft noch. Da könnt ihr auch noch was drauf sagen. Genau. Solange ich einpacke. Boah, die sind mitten. Krass. Blöden, ne? Ja. Und daheim erstmal was essen hier. Die ist voll ausgesaugt. Eine Bodyguard-Fledermaus. Eine Bodyguard-Fledermaus? Ja, die dann die ganze Zeit um einen rumschwirrt und die Mücken frisst. Ja, das wäre dann mal. Das werde ich morgen gleich erfinden, sowas. Genau, neue Zucht. Wir züchten Bodyguard-Fledermäuse. Wer möchte eine? Jetzt Bestellung aufgeben? Genau. Wir züchten Bodyguard-Fledermäuse. Na klar. Wenn man hier alles auseinandergeschraubt hat wieder. Bloß gut, dass ich das schon zu Hause vorbereitet hatte. Ja, da ist mal ausgesaugt. Ja gut, jetzt wird es kühl. Und
Die lassen nach gerade. Mhm. Die werden träge wahrscheinlich oder so. Weiter geht's. Vielleicht haben wir, ich würde sagen, wir lassen die Kamera jetzt noch bis zum Auto an. Mhm. Vielleicht haben wir das eh nur andere. Also eine Taschenlampe hast du? Im Koffer. Natürlich. Ist nämlich trotz Nachtsicht doch ziemlich dunkel. Okay, warte, ich hol. Weil die hat ja kein eigenes. Du kannst auch das Kameralicht drauf machen. Das habe ich jetzt ausgeklickt. Ja. Fällt ja wohl wieder zeitig ein. Ja, mir ist egal, du kannst auch einen anderen nehmen. Warte, ich lasse das jetzt. Oder nimmst es genau so. Nur ein bisschen den Weg anleuchten. Langt ja schon. Dann machen wir kurz Pause. Das ist hier. Mhm. Anmachen. Das ja. Licht. Okay. Läuft. Oh, jetzt sieht man noch was. Leute. Okay, weiter geht's. So. China filmt. Ja. Es wackelt. Wenn die weg sind, machen wir Licht an, damit die wiederkommen. Ja. Tatsache. China filmt, wird wackelig. Ja. Weltbeste Filmerin hier. Ja, natürlich. Eigentlich, ja. Das war ich. Na gut, das ist wirklich laut zu hören. Ja. So, Freunde, wir verabschieden uns. Wir fahren jetzt über nach Hause. Schön, dass wir mit euch kommunizieren konnten, weil einiges haben wir Tatsache gehört direkt. Genau, war echt schön. Das nächste Mal könnt ihr mal dafür sorgen, dass nicht so viele Mücken sind. Genau, und weniger Angler, wenn es geht. Ja, na gut, die haben uns ja nicht gestört. Ja, oder wir müssen Tatsache wieder beim Regen kommen. Ja, da ist niemand hier. Ich bin... Am meisten gespannt bin ich, okay, die Zuschauer haben es jetzt tatsächlich schon gesehen. Am meisten bin ich jetzt aber derzeit gespannt, was an dem Bach war. Ja. Ob wir, weil da hatten wir natürlich keine Zusatzgeräte an, sondern nur die Kameras laufen, haben die Fragen ja so gestellt. Genau. Wir haben das nicht angemacht, ne? Hatten wir das was an? Nee, nee, weil wir ja gesagt haben, wir wollen das mit dem Bach plätschern und Rauschen mal genau. Probieren. Das war halt mal ein Versuch, ne? Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Genau, so sieht es aus. Und somit haben wir heute wieder was Neues probiert, für uns auf jeden Fall. Das ein oder andere Team wird sowas bestimmt schon mal gemacht haben. Ja, und da werden wir jetzt mal dann gucken, inwiefern Wasserplätschern dazu beitragen kann, dass ihr Seelchen Worte formen könnt. Genau. Uns somit Informationen geben könnt. Was ist das hier? Hier. Ja, ich sehe es. Kann ich das? Ich kann das filmen, ja. Siehst du das? Ja. Was ist das? Hä? Was ist das für ein Tier? Das fliegt doch, oder? Ja klar fliegt das. Da ist noch so eins. Das ist doch kein Tier. Das kann doch nicht sein. Was ist das? Hä? Ich weiß, was das ist. Eine Spinnenwebe? Eine Spinnenwebe. Alter! Alter, sieht das geil aus, oder? Aber nur wegen dem Licht. Die Licht reflektiert. Oh mein Gott, ey. Boah, wir sind so voll die Naturfilmer. Wir die paranormale Spinnenbebe. Paranormale Spinnenbebe. Wie geil. Ja, das schneiden wir nicht raus. Wir stehen da. Wir können ruhig sehen, wie bekloppt wir sind alle. Wir stehen da. Boah, wie geil ist das denn? Ja. Oh Mann. Hat aber auch toll ausgesehen. Das hat echt toll ausgesehen gerade, wirklich. Ja.
Und ich habe das auch bloß so im Augenwinkel gerade gesehen. Was leuchtet da oben? So eine beleuchtete Spinnenwebe ist schon was Schönes. Ja, hat nicht jeder eine beleuchtete Spinnenwebe und das auf Kamera. Ist ja schon geil. Ja, die Leute können ruhig sehen, dass wir übrigens am Helden waren. Ja. Ja. Die meisten wissen das ja. Oh. Wow, das hört sich geil an. Mal Licht weg. Mal Licht weg. War ein Greifvogel, oder? Keine Ahnung. Also, Leute, wenn das Geräusch jemand kennt, aus der Natur. Oder wieder ein Fuchs, der so komisch jüllert. Hä? Ein Fuchs oder sowas? Na ja, der Umfang da liegt, das hat sich ja groß gemacht. Ja, das war so ein bisschen, ja, so, oh nein, bitte nicht. Oh. Wie geil war das? Letztes, stell dir mal vor, du läufst durch den Wald irgendwo ganz daneben und hörst so eine Geräusche. Alter. Ja. Ich glaube, da läuft man ein bisschen schneller. Auf jeden Fall hier rechts und links von uns ist ganz schön viel Gewusel. Ja, ja. Ich meine, das ist ja auch ein Wald, der ein bisschen abgelegen ist von der Stadt auch hier, ne? Ja. Aber nicht paranormal, Leute. Also das würde ich jetzt wirklich nicht... Das sind tatsächlich Tiere, die hier wohnen. Genau. Ich glaube, die werden jetzt alle hier gerade wach. Ja. Und gucken mal, ob es was... Jetzt quatschen wir euch noch mit unserem geistigen Müll zu, bis zum Outro. Genau. Ja. Nicht bis zum Auto, sondern bis zum Outro. Bis zum Auto und Outro. Ja. Genau. Ihr habt es aber bald geschafft. Ich sehe da vorne schon dieses Pförtnerhäuschen, das ehemalige. Ja, auf jeden Fall war... Für uns wieder sehr interessant, würde ich sagen. Ja. Wir gucken Auswertung. Echt wir schön, nicht, was die Woche schaffen auszuwerten, weil wir sind unterwegs. Aber sobald wir es fertig haben, kommt es. Genau, ihr werdet sehen, wenn ihr es seht. Richtig. Wenn ihr es seht, dann ist es jetzt gleich zu Ende. Genau.